herzlich willkommen zu unserer Zoom-Veranstaltung. Das Thema des heutigen Abends ist rheumatoide Arthritis. Welche Signale sollte man ernst nehmen und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten gibt es für mich? Mein Name ist Tanja Renner und ich bin Mitgründerin von NIC e.V. und habe selber eine Psoriasis-Arthritis. Bei mir liegt die Diagnosestellung nun schon über 20 Jahre zurück. Aber es war ein sehr schwerer und langer Weg, den ich hatte. Und das hat mich dazu motiviert und bewegt, Ihnen es einfacher machen zu wollen. Ihnen all die Sachen, die mir eigentlich damals an Informationen gefehlt haben, an die Hand zu geben. In einem Netzwerk, was übergeordnet Informationen liefert, was Ihnen Hilfestellung bietet, wo Sie Informationen finden und vor allen Dingen aber auch Geschichten von Betroffenen, die ihre Mutmachgeschichten reinstellen bei uns und Ihnen zeigen, wo Sie heute stehen und wo Sie vielleicht auch ganz am Anfang Ihrer Diagnose standen, so wie Sie vielleicht auch heute. Und wir sind besonders stolz darauf, dass wir mit unserem Netzwerk für Autoimmunerkrankte heute solche digitalen Veranstaltungen auch anbieten können, wo Sie als Patient im Mittelpunkt stehen. Denn Sie haben die Möglichkeit, fast eigentlich ein 1-zu-1-Gespräch zu führen. 60 Minuten werden heute hier die Experten über das Thema rheumatoide Arthritis sprechen und Sie können Ihre Fragen in den Chat stellen und ich hoffe auch, dass wir die Fragen dann bis zum Ende der Veranstaltung auch beantworten können für Sie. Ich freue mich jetzt, unsere Gäste vorstellen zu dürfen. Und zum einen haben wir heute Matthias Diener dabei, der auch bekannt ist durch seinen Instagram-Account Digital Rheuma Lab. Das ist das eine. Aber er ist auch selber Betroffener und hat auch darüber was zu erzählen. Und dann freue ich mich, dass wir unser großartiges Ärzte-Team heute hier wieder zusammen haben, was bestimmt schon weit über ein Jahr her ist, dass wir hier so zusammen unseren Vortrag gehalten haben. Einmal Herr Dr. Aries aus dem Immunologikum hier in Hamburg. Herr Dr. Aries ist Rheumatologe und Immunologe. Und zum anderen Herr Dr. Christoph Icken-Konert, ursprünglich auch aus Hamburg, aber jetzt in dem Stadtspital in Zürich, auch Immunologe und Rheumatologe und leitet dort die rheumatologische Ambulanz oder Rheumatologie. Können wir gleich vielleicht nochmal hören. Und um 20 Uhr enden wir mit der Veranstaltung. Und jetzt möchte ich gar nicht so viel Zeit verschwenden mit all dem, was ich hier erzähle, denn ich würde gerne direkt die erste Frage Matthias stellen. Matthias, erstmal schön, dass du da bist. Und ich habe ja schon so ein bisschen von dir erzählt. Und vielleicht magst du erstmal dich noch einmal selber vorstellen und auch erzählen, wie sich bei dir das Rheuma bemerkbar gemacht hat. Ja, schönen guten Abend. Gruß aus Berlin erstmal in die Runde. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Du hast gerade gesagt, bei dir liegt es 20 Jahre zurück. Bei mir sind es ungefähr 11 Jahre seit den ersten Beschwerden. Also ich hatte noch im Abitur damals erste Probleme, Schmerzen, Entzündungen an den Füßen gehabt. Ich bin also von heute auf morgen eigentlich morgens aufgewacht, hatte Schwellungen in beiden Körperhälften und habe dann eine ganze Weile erstmal gesucht, also mich informiert, was kann das sein, was könnte das sein, war dann relativ jung vielleicht für so eine rheumatische Thematik. Bin letzten Endes nach 2, 3 Monaten beim Rheumatologen gelandet, bis zu einer tatsächlichen Diagnose, hat es bei mir aber nochmal deutlich länger gedauert, also konkret 6, 7 Jahre, wo es relativ unklar war, was es eigentlich ist oder sein kann, was auch, glaube ich, immer so ein bisschen unterstreicht oder untermauert, wie komplex das Thema eben ist. Genau, und das waren bei mir so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Rheuma, würde ich sagen. Ja, bei mir hat es über 5 Jahre gedauert und das ist ja auch so was, was einen in die Verzweiflung treibt, wenn man merkt, irgendetwas stimmt mit einem nicht und die Schmerzen sind da und die Schmerzen fressen einen auf und man wird vielleicht auch gar nicht so ernst genommen. Wie war es denn so bei dir? Fand es gerade so in jungen Jahren erstmal schwierig, weil dieses Thema Rheuma an sich nicht ernst genommen worden ist. Man hat dann halt gedacht, ich habe viel Sport gemacht, relativ nah im Leistungsbereich, dass man das eher auf orthopädische Themen geschoben hat oder auf die Muskulatur oder so eine Sachen. Und auch als irgendwann klar war, dass es jetzt rheumatisch ist, fand ich gerade so Reaktionen aus dem Umfeld darauf extrem schwierig in so einer Phase, wo man es noch nicht so wirklich benennen konnte. Ich wusste also, es ist irgendwas mit Rheuma, aber ich hatte keine konkrete Diagnose, war da eigentlich zu jung mit. Begleitet von dieser Schmerzsymptomatik war das schon sehr herausfordernd zum Start, damit klarzukommen, dass man also weiß, man hat irgendeine Form von Schmerzen,
Es gibt ein großes, komplexes Krankheitsfeld, aber man hat kein wirkliches Krankheitsbild, auf das man es in meinem Fall jetzt münzen kann. Und hat eben auch ein Umfeld, was ein Stück weit eine Form von Erklärung dafür gerne hätte. Das war bei mir eigentlich so die Hauptherausforderung damals gewesen. Und Rheuma ist ja nun ein umfangreicher Begriff. Wie hieß denn deine Diagnose dann richtig? Weil ich weiß, da war ja halt, heute geht es ja um die rheumatoide Arthritis und es war ja halt viel Verwechslung auch am Anfang, wo es ja erst hieß, du hättest eine rheumatoide Arthritis. Bin ich da richtig informiert? Genau. Also ich hatte bei den allerersten Symptomen, was damals eine reaktive Arthritis, die mir ausgestellt worden ist, quasi, dass man also als Reaktion auf einen Infekt diese Symptome vermutet hat. Und danach war es aber sehr lange so, dass die Symptome relativ schwammig waren. Also ich hatte Entzündungen an den Händen hatte, teilweise, an den Füßen teilweise hatte, und nicht so richtig in die Diagnostik des letzten Endes geworden ist, reingepasst haben, das andere große Krankheitsfeld Morbus Bechterew, sodass ich da auch einige Berührungspunkte mit der rheumatoiden Arthritis auf dem Weg hatte, gerade was so die Abklärung, die Diagnostik anging. Magst du denn erzählen, was dich dazu bewegt hat, Digital Rheuma Lab zu gründen? Ist ja auch ein Name, was verbirgt sich dahinter? Ich würde rückblickend sagen, das ist für mich, glaube ich, eine Art Krankheitscoping gewesen oder Bewältigung. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich mich wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, im Sinne von das zu akzeptieren, dass man diese Krankheit halt hat oder dass sowas ist. Und wollte dann aber auch, als ich irgendwann mit mir selbst so weit war, zu sagen, okay, es ist jetzt halt Teil deines Lebens letzten Endes in irgendeiner Form aktiv mitgestalten im Bereich. Oder so ein bisschen überlegt, was man tun oder machen kann. Habe selbst digitale Medien studiert, habe beruflich viel in Tech-Startups und Softwareunternehmen gearbeitet. Da kam mir so ein bisschen die Affinität zum Thema Digital erstmal her und dann zeitgleich so ein bisschen feststellen, dass da vielleicht noch Luft nach oben ist in der rheumatologischen Versorgung, sowohl was jetzt die Therapiebegleitung selbst als auch die Prozesse in Kliniken und Arztpraxen anbelangt. Und das war eigentlich so der Startschuss zu sagen, man will dem Thema ein Stück weit eine Bühne geben und mal schauen, ob man auf Lösungen, die es vielleicht schon gibt, ein Stück weit aufmerksam machen kann. Da kommt der Name ursprünglich mal her. Und erstmal digital und Rheuma drauf geschrieben hat, um zu schauen, ob es überhaupt Anklang findet. Und so im Laufe des Projekts haben wir angefangen, eine eigene App zu entwickeln, haben dann nochmal ein, zwei Umwege genommen. Mittlerweile geht es in die Richtung, dass wir mit Digital Rheuma Lab eigentlich eine Art Plattform schaffen wollen, wenn man so will, auf der man zum einen Patienten darüber informieren kann, was ist Rheuma eigentlich, was ja auch eine Schnittmenge mit NEK-IV letzten Endes hat, aber auch so ein bisschen darauf aufmerksam macht, was gibt es denn eigentlich schon an digitalen Lösungen und Möglichkeiten, die heute schon genutzt werden könnten, weil wir da festgestellt haben, es ist eigentlich schon sehr, sehr viel da, aber es ist relativ unbekannt, sehr häufig, was so ein bisschen die Was ist Problematik Rheuma ist. eigentlich? Ist aber ein gutes Stichwort, Matthias. Da würde ich nämlich jetzt eigentlich sehr gerne Dr. Arias und Herrn Dr. Ecking-Konert mal ins Boot holen. Er ist auch nochmal herzlich willkommen. Vielleicht mögen Sie doch direkt einmal erklären, was bedeutet rheumatoide Arthritis? Herr Dr. Arias. Christoph. Ich finde, Sie fangen Ich an. finde auch, du beginnst ja auch mit A. Dein Name beginnt ja mit A, deswegen nach dem Alphabet. Ah, genau das, ich wollte es so sagen. Danke. Gemein. Naja, ehrlich gesagt, das ist ja tatsächlich unser Alltag, dass immer gedacht wird, Rheuma können nur alte Menschen haben und rheumatoide Arthritis, das ist so der Inbegriff von Rheuma, so wie auch Bechterew der Inbegriff von Rheuma ist. Das sind gerade mal zwei Erkrankungen von, es wird immer gesagt, 400 Erkrankungen gäbe es. Und rheumatoide Arthritis ist halt eine Unterform dieser Rheumaerkrankung und die zeichnet sich dadurch aus, dass Leute Gelenkschmerzen und Schwellungen haben und eine Morgensteifigkeit. Und früher dachte man immer, es müssen viele Gelenke und immer symmetrisch, das heißt rechts und links gleichzeitig betroffen sein. Und dann hat man das Gefühl, ah, wenn es nur ein Gelenk ist oder nur eine Seite, dann ist es keine rheumatoide Arthritis. Und heutzutage versuchen wir die Diagnose ein bisschen mit Laborwerten zu unterfüttern, mit Ultraschallbildern. Und wir warten gar nicht erst, bis alle Gelenke betroffen sind, sondern versuchen sie viel früher zu entdecken. Christoph, wie häufig ist das bei dir, dass die Leute so mit diesem klassischen Vollbild kommen, so alle Gelenke in den Fingern rechts und links und können die Taste nicht mehr halten? Ist das die Mehrzahl oder eigentlich eher wieder seltener geworden? Nein, das, wie du sagst, das ist tatsächlich seltener geworden, weil man muss ja fairerweise sagen, bei aller Kritik an unserer
an unserer Versorgungssituation. Die Versorgungssituation ist ja trotzdem, und das Verständnis ist ja trotzdem besser als vor 30 Jahren. Insofern kommen ja trotzdem die Patienten viel, viel früher. Sie kommen teilweise immer noch nicht früh genug, aber sie kommen ja trotzdem viel, viel früher. Und wie du sagst, sie kommen eben nicht in dem Vollbild der rheumatoiden Arthritis, wenn dann schon 10 oder 20 entzündete Gelenke vorliegen. Und vor allen Dingen in dem Vollbild, wenn dann wirklich schon Schaden am Gelenk eingetreten ist, sondern sie kommen in der Regel früher und sie kommen häufig, wenn man noch gar nicht wirklich was sieht von außen, sondern häufiger, wenn die Patienten es spüren und wir es noch gar nicht sehen und auch selbst Patientenschwellung noch gar nicht so wirklich objektiv sehen können. Und das ist sicherlich eine Phase, dann die Diagnose auch zu stellen, die dann schwierig ist, weil dann braucht man nicht nur sehr gute Blutwerte, die ja, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, die ja eben auch leider nicht immer erhöht sind. Also einer dieser Mythen über Rheuma, du hast es ja schon gesagt, ist, Rheuma betrifft nur alte Leute. Der zweite Mythos ist ja, Rheuma muss immer im Blut nachweisbar sein. Nein, eben nicht. Wir haben viele Verlaufsformen, die haben eben unauffällige Blutwerte. Und dann muss man sich eben häufig Techniken bedienen wie moderner Bildgebung, wo man ins Gelenk hineinschaut und im Gelenk dann sieht, das Gelenk ist tatsächlich schon entzündet, obwohl wir es vielleicht von außen noch gar nicht sehen können, aber der Patient es schon merkt. Und dadurch verschiebt sich die Diagnosestellung heute ja teilweise um Jahre nach vorne und auch die therapeutischen Möglichkeiten werden dann natürlich viel, viel besser, weil eben ganz am Anfang noch nichts kaputt gegangen ist. Und das Interessante ist ja, du warst ja früher hier in Hamburg am UKE und bis jetzt in der Schweiz. Und ich weiß, dass die Wartezeiten in der Schweiz auf einen Rheumatologentermin irgendwie unter 2 Tage sind. Also wenn man es drauf anlegt. Schon gemein, dass jetzt die sozusagen, ne? Deshalb andere Patienten im Moment? Na, also es ist tatsächlich in bestversorgten Regionen wie einer Großstadt wie Zürich. Auf dem Land ist es sicherlich auch anders, aber in einer Großraumregion ist es tatsächlich so, das hat viele Gründe, warum das Gesundheitssystem stabiler ist, noch, muss man ja sagen. Aber es ist tatsächlich so, es mag auch tatsächlich sein, mein Eindruck ist, der primär behandelnde Arzt, der Hausarzt, der wird ja häufig primär kontaktiert. Der scheint mir auch hier breiter und besser ausgebildet und scheint mir auch mehr Verantwortung für diese Problematik anzunehmen. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, gehen wir nochmal ein Stück zurück und definieren Rheuma nochmal ganz allgemein, dann ist ja im Grunde Rheuma alles, was länger als 6 Wochen schmerzt. Und wenn du diese Tür aufmachst und einfach mal allen zugestehst, allen Menschen, die Schmerzen als länger als 6 Wochen haben, dann nehmen wir jetzt mal raus der Überlastungsreaktion im Garten, die von alleine weggeht, ich habe mich beim Umzug verhoben, ich habe falsch gelegen, sondern das, was sich nach 6 Wochen immer noch darstellt. Auch das gehört ja eigentlich nicht in einen gesunden jungen Menschen, ein Schmerzerlebnis über längere Zeit. Auch das gehört ja abgeklärt. Und es kann ja sein, dass dann gar kein Immunrheuma rauskommt, so wie jetzt bei Frau Renner und Herrn Diener, die haben ja ein echtes Immunrheuma, was von dem Immunsystem ausgeht und mit Entzündung einhergeht. Und es kann ja auch eine ganz andere Form von Krankheiten des Bewegungsapparats sind. Und auch die, das ist ja ganz wichtig, und auch die brauchen ja Hilfe, diese Menschen, weil auch das ist ein Symptom, was Lebensqualität nimmt. In also die Tür einfach nochmal ein bisschen aufzumachen und zu sagen, alle Menschen mit Beschwerden am Bewegungsapparat brauchen eigentlich adäquate Hilfe, das ist eigentlich ein ganz faszinierender Eindruck. Und das ist hier sehr angenehm, weil du kannst hier wirklich im Grunde jedem Menschen, der auf uns zukommt und ein Hilfsangebot sucht, ein Angebot machen. Ob wir ihm wirklich helfen können, ist eine andere Frage. Ja, wir können ihm zumindest ein Angebot machen. Während wir ja in Deutschland häufig schon mal aussortiert haben, hat jetzt keine Autoantikörper oder hat keinen passenden Laborbefund, ist jetzt erstmal nichts für einen internistischen Rheumatologen. In Deutschland ist, glaube ich, die Zeitspanne zwischen dem ersten Symptom und der Diagnose irgendwas zwischen 9 Monate und 9 Jahre. Es kommt ein bisschen auf die Krankheit an. Also das Rückenrheuma eher Richtung 9 Jahre und andere Rheumaformen eher 9 Monate. Wie war das bei Ihnen, Herr Diener, zwischen dem Erstsymptom und Ihrer Erstdiagnose? Wie lange hat das da gedauert? Also man kann bei mir sagen, es gab im Prinzip 2 Diagnosen, weil ich aus dieser reaktiven Arthritis in eine chronifizierte Form übergewandert bin. Also ich habe vom ersten Symptom, was ich, wie erwähnt, sehr stark von heute auf morgen bemerkbar gemacht hat, bis zum ersten Termin mit dem Rheumatologen, waren es, würde ich sagen, 3 Monate, dass man festgestellt hat, okay, es ist jetzt in dem Fall kein Ermüdungsbruch oder irgendwas in die Richtung gehend bei einem jungen Sportler eben, sondern was im Immunsystem befindlich ist. Aber es wirklich eine fixe Diagnostik
gestellt worden ist und auch eine medikamentöse Behandlung, eine Basistherapie eingeleitet worden ist, waren es bei mir 7 Jahre. Also Oh, das dauert erstes arg lang. Symptom war Juli 2012 und ich nehme jetzt eigentlich erst seit dem Juni 2019 eine Form von langfristiger medikamentöser Therapie. Und darf ich mal fragen, haben Sie immer im Berliner Großraum gelebt oder wird die Diagnose eher im unterversorgten Gebiet gestellt? Ich habe in Köln gewohnt oder im Kölner Bereich vorher. Also es war jetzt eigentlich bei mir nie es war nie das Problem, einen Naja, ist nicht schlimm. Rheumatologentermin zu bekommen, in Ja. meinem Fall jetzt. Also ich Ja. kenne da ganz andere Geschichten aus der Gegend, kann man vorab schon mal sagen. Aber es war bei mir eher das Thema, dass man sehr, sehr schnell in irgendeiner Form, wie Sie gerade gesagt haben, so Ausschlusskriterium ABC, trifft vielleicht nicht so ganz zu. Dann ist halt der Weg zu dem Arzt erstmal dicht für eine gewisse Zeit, bis irgendein Ja, neues ja. Symptom dazukommt, was das so nach und nach unterfüttert hat. Das war bei mir ja das Thema, dass man also eben nicht, wie man sagt, man hat eine typische Bechterew-Symptomatik, die hat bei mir gefehlt, man hat aber vielleicht einen Blutwert, der reinpasst, aber es war nie so ganz eindeutig, sodass es relativ lange gedauert hat, bis man das irgendwann auf ein konkretes Krankheitsbild runterbrechen konnte. Das waren 7 Jahre in dem Fall. Macht das denn eigentlich medizinisch irgendeinen Unterschied, ob man die Diagnose jetzt nach einem Jahr stellt oder nach 5 Jahren? Also außer, dass der Patient natürlich lange leidet, was doof ist, aber ist das wichtig, ob man ein Jahr vorher oder ein Jahr später die Diagnose stellt? Ja, das ist vor allem bei Krankheiten wichtig. Ich sagte es ja gerade, die Schaden hinterlassen. Und es gibt ja mehrere Schäden, Formen des Schadens. Wenn man ständig Schmerzen hat und wenn man ständig auch sich nicht ernst genommen fühlt und wenn man ständig ein nicht einsichtiges Umfeld hat, wenn man sagt, ich kann heute Abend nicht ins Kino, weil, dann sagen alle, sag mal, du bist doch kein gesund, stell dich doch nicht so an. Das kennen wir ja alles von unseren Patienten. Das führt zu einem psychischen Schaden. Und wenn man dann die entzündeten Gelenke hat, zusätzlich, dann führt das nicht nur zum psychischen Schaden, sondern es führt dann auch zu einem organischen Schaden. Sprich, der Schaden, der im Gelenk eintritt, der ist meistens irreversibel und die Gelenkfunktion geht dann halt verloren. Und was wir auch wissen, wenn man jetzt mal auf die ganz lange Sicht guckt, dann ist die chronische Entzündung, die im Körper herrscht, führt dann eben auch zu Schäden potenziell in anderen Organen. Also das passiert nicht, keine Angst jetzt, das passiert nicht in den ersten 3 Monaten, nicht in den ersten 3 Jahren, sondern da reden wir dann über 30 Jahre. 30 Jahre unkontrollierte Immunerkrankung, dann führt das eben zu Gefäßschäden und Nierenschäden und so weiter. Also ja, es entsteht Schaden. Es entsteht Schaden durch lange unbehandelte Krankheit. Deswegen gilt es ja so früh zu intervenieren, weil man dann auch die beste Chance hat auf einen guten Verlauf. Wir wissen, je länger die Krankheit besteht, desto schwieriger kriegen wir sie auch vernünftig behandelt. Aber nun gibt es ja 2 Sachen. Also wir sagen ja heute Abend, welche Signale sollte man ernst nehmen? Wenn wir das jetzt heute Abend verstehen, gibt es ja immer noch das Problem, halt an den Rheumatologen zu kommen. Und hier in Deutschland ist es ja ein bisschen anders und schwieriger. Herr Arias, wie kann man denn jetzt einem Patienten vielleicht etwas mit an die Hand geben und ihm vielleicht auch so ein bisschen zum eigenen Experten zu machen, ohne dass er jetzt mit erhobenem Finger bei seinem Hausarzt oder bei seinem Orthopäden sitzt? Aber wie kann er das einfordern? Also, weil man spürt ja, wie Herr Iken-Konert auch sagte, ne, es ist ja, man merkt ja, es verändert sich was, die Schmerzen sind da, man wird aber vielleicht nicht ernst genommen, es geht einem schlecht und man weiß, hier stimmt ja irgendetwas nicht. Was mache ich denn dann als Patient? Letztendlich ist man natürlich immer auf die Hilfe von Ärzten angewiesen und man muss halt sich einen Hausarzt suchen, mit dem man sprechen kann. Und dem hilft es sicherlich, wenn der Patient vor der ersten Visite ein bisschen zusammenträgt, was denn jetzt wirklich sein Problem ist. Machen sich Gedanken, auch Aufzeichnungen, wann und was wehtut. Es gibt zum Beispiel so einen Rheuma-Check im Internet. Das ist so ein Fragebogen, wo man so Symptome gesagt bekommt und dann kann man da Haken machen und sagen, okay, das geht in die Richtung. Es gibt auch andere digitale Tools ich komme gleich drauf, ADA, ADA, genau, so ein Patiententool, wo man halt seine Symptome eingibt und das Computersystem fragt einen nach Symptomen und dann kommt nachher raus, Mensch, die drei häufigsten Erkrankungen sind das und das. Damit sollte man vorsichtig umgehen, weil das sind noch keine Diagnosen, aber man sollte halt mit diesen Ideen dann zu seinem Hausarzt gehen und sagen, ich habe die und die Symptome, die sind dann und dann aufgetreten, sich ein bisschen Gedanken machen, sind die in Ruhe, sind die bei Bewegung, wie lange dauert es morgens, was mache ich, damit es besser wird, damit es weggeht.
Und je glaubhafter man das dem Hausarzt schildert, umso eher wird er vielleicht aufspringen und sagen, okay, dann machen wir diese oder jene Diagnostik. Und letztendlich neben der Geschichte des Patienten kommt es immer auf zwei Sachen. Meistens wird das Blut untersucht oder es wird irgendwie ein Bild gemacht. Und bei den akuten Entzündungen kann man zum Beispiel einen Kernspin machen. Wenn man einen guten Hausarzt hat, und das, glaube ich, machen die Schweizer viel, dann macht er entweder selber einen Ultraschall oder dann macht man halt einen Kernspin und guckt nach Entzündung. Man guckt nicht nach dem Röntgen und ob was kaputt gegangen ist. In den ersten 6 Wochen geht da nichts kaputt, sondern wir suchen nach Entzündung. Deshalb ist sowas wie Ultraschall und Kernspin halt gut. Das kann man nicht einfordern. Man kann nicht sagen dem Hausarzt, Sie müssen das jetzt machen, sondern je glaubhafter man seine Symptome schildert, die auch entsprechend eines Rheumas sind, umso eher wird er auf den Zug aufspringen und sagen, okay, wir machen die Diagnostik und damit kriegen wir dann später auch schneller einen Termin beim Rheumatologen oder der Hausarzt sagt, ich weiß gar nichts davon, entweder man muss sich einen neuen Hausarzt suchen oder dann auch tatsächlich zum Rheumatologen überwiesen werden. Ja. Okay, aber man kann schon mal mitnehmen als Richtwert, alles, was länger als 6 Wochen existiert an Schmerzen, sollte man für sich dokumentieren. Es gibt den Rheuma-Check, es gibt die App EDA oder ADA, an die man sich nochmal wenden kann. Und auch unsere Veranstaltungen helfen natürlich dazu. Und jetzt sagten Sie vorhin, man hört ja immer wieder, Rheuma ist eine alte Leute-Krankheit. Und das gibt es leider heute immer noch. Also wir versuchen ja so viel wie möglich an Aufklärung zu betreiben. Und trotzdem kriegen wir auch immer noch diese Sprüche zurückgemeldet. Stell dich nicht so an, Simulant, Rheuma ist eine alte Leute-Erkrankung. Ab wann kann man denn eine rheumatoide Arthritis zum Beispiel kriegen? Gibt es da irgendwie einen Richtwert? Ja. Frühestens, jetzt werden alle ganz hellhörig, tatsächlich ab der Geburt. Das heißt dann zwar nach der Geburt erstmal anders, die ersten 16 Jahre, da würde man dann juvenile idiopathische Arthritis sagen, aber formal kann man theoretisch diese Art der Erkrankung im ganzen Leben bekommen. Aber wir wissen, es gibt halt so eine Art Verteilungskurve und die meisten sind halt irgendwie um 50. 50, 60 bei dieser Erkrankung. Bei anderen Erkrankungen ist das anders. Aber Verteilungskurve heißt, manchmal ist man halt auch 16 und manchmal also ist man 80. Ja. Deshalb, das ist halt das, was die Hausärzte immer sagen. Ach, das passt ja gar nicht zu Ihnen, weil tatsächlich die Trefferquote beim 60-Jährigen ist aber viel größer als beim 2-Jährigen. Das ja, aber sind wir wieder bei dem Thema, es ist eine alte Leute-Krankheit. Also nicht, dass man mit 60 alt ist, möchte ich jetzt natürlich nicht sagen. Ja, das ist so, wie wenn man sagt, Porsche ist ein schnelles Auto. Das stimmt ja auch, man kann damit ja richtig schnell fahren, aber man kann halt auch in der 30er-Zone damit fahren. Ja. Die Frage die Wahrscheinlichkeit der Altersverteilung ist halt je nach Erkrankung unterschiedlich. Wir haben ja eben von der sogenannten reaktiven Arthritis gehört, um nochmal zu erklären, das ist die Arthritis meistens der größeren Gelenke wie Knie und Sprunggelenke oder Hüften, die im zeitlichen Zusammenhang nach einer Infektion auftritt. Und oft merken das die Menschen. Der Klassiker ist, man war im Urlaub, hatte Durchfall, 2 Wochen später ist es Knie dick. Das ist eigentlich eine eindeutige Diagnose. Da braucht man eigentlich weder Blut noch einen Kernspin. Es ist einfach eine Blickdiagnose, reaktiv auf den Infekt. Wichtig, der Infekt ist weg, das Immunsystem reagiert über auf den Keim, der vor 2 Wochen war. Und diese Menschen und auch alle anderen aus der Gruppe, die Herr Diener gerade erwähnt hat, wir haben eben schon mal viel der Begriff Bechterew, diese ganze Gruppe, das sind meistens jüngere Menschen. Jünger heißt jetzt in dem Fall wirklich zwischen 20 und 30 bei Erstsymptomen. Oder wir haben an hiesiger Stelle ja schon über die sogenannte Lupus-Krankheit geredet. Das sind eigentlich immer junge Frauen und jung meint ab 20. Also ganz unterschiedlich. Jede Krankheit hat ein typisches, wie Herr Arias ja gerade zeigt, ein typisches Altersverteilungsmuster. Und das geht von ganz jung bis, es gibt Krankheiten, die treten ausschließlich im Alter auf, definitionsgemäß Rheumakrankheiten. Die müssen alt sein, sonst darf man wiederum diese Diagnose nicht stellen. Also das ist für jede Krankheit ein bisschen anders. Nächste Woche gibt es hier Lupus, da sind wir auch wieder zusammen, Herr Arias. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn? Also jetzt habe ich die Diagnose, also es kommen schon Fragen hier im Chat, aber vielleicht können wir das nochmal, jetzt habe ich die Diagnose und kann mir geholfen werden. Und wie? Genau, also primär die Therapie beim Rheuma beschäftigt sich insbesondere mit Entzündungshemmung. Das kann man mit ohne Medikamente versuchen und das kann man mit Medikamenten versuchen. Und
Fakt ist leider, ohne Medikamente ist das häufig nicht möglich, die Entzündung so gut zu stoppen, dass die Krankheit wirklich einschläft. Man kann es ohne Medikamente vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter werden lassen. Also Thema sind Lifestyle-Faktoren, Essen, Bewegung und Schlaf. Aber das reicht häufig nicht aus, um die Entzündung wirklich zu stoppen. Es macht es ein bisschen erträglicher, aber stoppen ist meistens mit Medikamenten notwendig. Und da gibt es halt Medikamente, die mittelstark sind, stark sind und sehr stark sind. Und wir suchen halt für jeden so das Medikament aus, bei dem wir glauben, dass das jetzt in diesem Moment gut ist, weil er so und so alt ist, weil er die und die anderen Erkrankungen hat, weil sie schon 5 Medikamente probiert hat, weil sie Allergie gegen Spritzen hat. Und so haben wir einen ganzen Koffer unterschiedlicher Medikamente und suchen wirklich das aus, was für jetzt diese Situation mit der Geschichte und deren Vorlieben und der beruflichen Tätigkeit das beste Medikament ist. Ja, häufig kommt bei der rheumatoiden Arthritis dabei raus, okay, MTX ist erstmal das richtige Medikament. Und dann haben die Patienten immer schon Panik, weil die da schon ein bisschen was drüber gelesen hat. Aber ehrlich gesagt, wenn wir jetzt hier nochmal eine 2 Stunden Zeit hätten, dann können wir ganz viel über MTX sprechen, was es für Vor- und Nachteile hat. Und im Verhältnis zu vielen anderen Medikamenten ist es ein sehr, sehr gutes Medikament. Ist das in der Schweiz auch noch so, dass man MTX bei so einer rheumatoiden Arthritis meistens als erstes einsetzen immer muss? Immer. Hier sogar strenger als in Deutschland. Hier musst du es eingesetzt haben, sonst darfst du die anderen gar nicht verordnen. Sonst zahlen die anderen die Kasse gar nicht. Ne? Das, Entschuldigung. Und wenn wir ganz, also ich sag's mal so platt, wenn wir die Summe aller Eigenschaften nehmen, die Summe aller Eigenschaften, ist MTX das beste Medikament, was wir haben. Aber wenn du die Summe aller Eigenschaften nimmst, 40, 50 Jahre Langzeiterfahrung, wenn du die Wirksamkeit nimmst, die sehr, 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 sehr seltenen schweren Nebenwirkungen, es hat häufig dummerweise die lästigen Nebenwirkungen, also sowas wie Übelkeit, Bauchweh, Aversion, also Abneigung, aber es hat ja so gut wie nie schwerwiegende Nebenwirkungen. Das sind ja Raritäten im jungen Alter. Wir reden ja heute von jüngeren Menschen. Und es ist in der Summe der Eigenschaften, wenn man jetzt noch, ich sag's mal so ganz ehrlich, das Preis-Leistungs-Verhältnis einbezieht, das müssen wir ja auch heute tun, wir müssen ja ökonomisch denken, dann ist das beste Medikament, was es gibt. Es gibt Medikamente, die sind in einzelnen Eigenschaften besser. Die wirken schneller, die wirken vielleicht ein bisschen stärker. Die haben einen Vorteil bei Schwangerschaftswunsch, die haben einen Vorteil, wenn das Auge mit entzündet ist, so als Beispiel. Aber in der Summe der Eigenschaften ist es das beste Medikament, was es gibt. Aber ja, es hat einen schlechten Ruf bei vielen Leuten. Aber du sagst ja jetzt in Relation, und das heißt häufig bei den Patienten, naja, also das ist halt gut, weil es so billig ist. Nee, nicht billig. Preis-Leistung, habe ich gesagt. Billig wollen wir nicht, billig sind wir nicht. Wir gehen immer auf Preis-Leistung. Und es gibt ja auch Studien dazu, jetzt gerade aus der jüngeren Zeit, ob es vielleicht hilfreich ist, dass man sofort mit einem Biologikum zum Beispiel anfängt. Ist das schlecht, wenn man direkt mit einem Biologikum anfangen würde? Nee, man würde aber ganze Reihe von Patienten übertherapieren. Die ganze Reihe von Patienten brauchen das eben nicht am Anfang. Man würde vielen Menschen diese Medikamente zu früh geben. Und bei Biologika darfst du ja nicht vergessen, den Wort Preis nehme ich jetzt nicht mehr in den Mund, weil nicht, dass die Leute denken, ich wäre jetzt hier zu sehr Schwabe geworden und wollte Geld sparen. Aber man darf ja nicht vergessen, die Biologika haben den Vorteil, die haben diese lästigen Nebenwirkungen ja nicht, dieses Übelkeit, Bauchweh, Müdigkeit. Aber wenn du mal mit dem Biologikum eine Nebenwirkung hast, wenn du es dann hast du meistens eine schwere. Dann hast du eine komische Pilzerkrankung oder hast eine komische Viruserkrankung, hast eine komische Autoimmunerkrankung. Das heißt, das MTX macht häufiger harmlose Nebenwirkungen, die nach Absetzen nach einer Woche wieder weg sind. Das darf man nicht vergessen. MTX absetzt Nebenwirkungen weg. In der Regel. Ich rede jetzt immer von der Regel. Gell? Und selten schwere, während bei Biologika hast du die häufigen nicht. Aber wenn du eine Nebenwirkung hast, dann hast du da meistens eine schwere, die auch nicht unbedingt nach dem Absetzen gleich wieder weggeht. Also deswegen müssen wir abwägen. Und außerdem darfst du auch nicht vergessen, das weißt du auch, wir haben ja viele Patienten, die sprechen 1-2 Jahre sehr gut aufs Biologikum an und da hört die Wirkung auf. Das heißt, wir würden ja unser potenziell wirksameres Medikament, potenziell, und das stimmt ja auch nicht immer, muss man ja auch mal sagen, würden wir vielleicht ja schon am Anfang verschießen, die Patrone verschießen, ohne dass wir es vielleicht bräuchten. Wir würden vielleicht unseren Joker schon ziehen. Beim Skat würde man sagen, wir ziehen schon den Kreuzbuben, obwohl wir eigentlich den noch gar nicht brauchen. Also ich glaube, deswegen, das ist in,
In meinem klinischen Alltag ist das genau die Diskussion. Erstens, warum kriege ich nicht das biologische Medikament als erstes? Weil das ist ja gut und wird gut vertragen. Und wenn man das dann erklärt, dann sagen die, okay, dann möchte ich jetzt aber das Biologikum auch noch rauszögern, weil genauso wie du gerade angedeutet hast, dass ich mein bestes Pulver verschieße. Aber das macht ja auch keinen Sinn, dir das nach 5 Jahren einzusetzen, wenn das Rheuma schlecht läuft, sondern wie suchen wir denn die aus, wann das Biologikum das richtige Medikament ist? Also da hast du und ich natürlich sehr viel persönliche Erfahrung. Und jetzt kommt's, wir haben dafür so eine Kochanleitung. Wir haben dafür ein sehr schönes Vorgehen. Wir nennen das Leitlinie. Das ist, wie man das machen soll. Und da ist es ganz wichtig ist, man fängt mit dem MTX an, aber man lässt das nicht jetzt jahrelang laufen ins Blaue hinein, sondern man setzt sich gemeinsam Ziele, wo man hin will. Und diese Ziele, das nennen wir die Remission, das ist das übergeordnete Ziel, Therapieziel, das ist der beschwerdefreie Patient ohne Nebenwirkung mit nur noch vielleicht maximal einer kleinen Spur Cortison, maximal, idealerweise Cortison schon weg, ohne Entzündungsreaktion im Blut und ohne sichtbare Entzündungsreaktion an den Gelenken. Also die Krankheit ist quasi weg, so kann man es mal pauschal sagen. Wenn das Ziel erreicht ist, dann ist gut. Jetzt kommt es aber, wenn das Ziel nicht erreicht ist, nach definierten Zeitspannen, und da reden wir heute von spätestens nach 6, eher bei vielen Patienten schon nach 3 Monaten, dann steigern wir die Therapie und nehmen ein Biologikum dazu. Und dieses MTX, was wir jetzt gerade wieder angesprochen haben, ist, muss man ja mal was sagen, ist für jeden dritten Patient, erreicht dieses von mir eben geschilderte Ziel mit dem MTX. Jeder dritte. Wie war das bei Ihnen, Herr Diener? Haben Sie auch erstmal MTX bekommen oder erstmal Cortison und MTX oder sind Sie noch weiter aufgestiegen in der Therapieleiter? Bei mir war es so, dass ich sehr lange gar kein Basismedikament hatte, also quasi eine Therapie, die langfristig verabreicht wird, sondern es eher so eine Akutbehandlung war. Ich hatte dann, wenn Entzündungen vorlagen, wurde Cortison verordnet oder ein NSAR, also eine Form von entzündungshemmendem Schmerzmittel. Ich habe aber, ohne das jetzt damals irgendwie selbst beeinflusst zu haben, diesen Schritt des klassischen Basistherapeutikums übersprungen. Ich bin damals direkt auf ein Biologikum eingestellt worden. Also ich nehme jetzt mittlerweile seit 4 Jahren einen TNF-Alpha-Blocker und bin seitdem auch in Remission, wie gerade eben beschrieben, also bin damit beschwerdefrei geworden, weil da aber ein Symptom, was ich hatte, also ich hatte eine Form von Sehnscheidentzündung am Fuß, wo die Vermutung war, dass da wahrscheinlich das Basistherapeutikum nicht für ausreichen würde, um das zur Ruhe zu bringen. Das war bei mir damals der Grund, dass man direkt aufs Biologium draufgegangen ist. Aber es stand im Raum, also was gerade die Diskussion auch so ein bisschen ist, zu sagen, in meinem Fall wäre das dann Sulfasalazin gewesen als Wirkstoff. Hatte aber damals dann dagegen entschieden, weil man nicht ganz sicher war, ob das ausreichend sein wird, um das Symptom, was ich hatte, zu unterdrücken. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben seit 4 Jahren guten Effekt und das wirkt richtig gut, ist das schon mal eine Diskussion gewesen, das Medikament zu reduzieren und wie seltener zu spritzen? Also von mir so ein bisschen geblockt, ehrlicherweise. Ich selbst habe jetzt eigentlich keine großen Nebenwirkungen gehabt, muss ich sagen. Ich hatte jetzt zum Start Themen, dass ich irgendwie im Sommer ein bisschen mehr schwitze als vorher vielleicht und habe eine gewisse Infektanfälligkeit, wo ich aber auch nicht weiß, ob die jetzt stärker ist, als es vorher war. Also man achtet, glaube ich, einfach auch ein bisschen verstärkter drauf. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Leben irgendwie groß anders ist als vor der Erkrankung. Und dafür, dass ich jetzt in meinem Fall mir halt irgendwie alle 2, 3 Wochen eine Spritze ins Bein setzen muss, so den Peaks da in Kauf nehme, ist mir so der erkaufte Mehrwert einfach zu hoch, als ich das jetzt selbst riskieren würde. Und so von der ärztlicher Seite aus wurde das jetzt auch nie angestoßen, umgekehrt zu sagen, never change your winning system, war damals so ein bisschen die Aussage, dass es da jetzt von beiden Seiten eigentlich nicht den starken Wunsch gab, es zu reduzieren. So. Christoph, ist das sinnvoll, dann lieber Never Change a Winning Team Konzept jetzt quasi konsequent, würde das ja bedeuten, bis zu Ihrem Lebensende bleibt das jetzt. Ist das konsequent, Christoph? Ja, das hängt jetzt auch wieder natürlich sehr stark von der Krankheit ab, von über die wir reden. Das hängt zweitens sehr stark ab von der Krankheitslast vor Erreichen der Remission. Das ist ja, hier haben wir ja ein Beispiel, das hat so lange gedauert, dass Herr Diener offensichtlich froh ist, dass der Zustand jetzt so stabil ist, dass er das gar nicht möchte. Aber es gibt Patienten,
Die haben eine sehr kurze Krankheitsdauer, die sind sehr schnell in Remission und die kommen auf uns zu und fragen uns, können wir mal reduzieren, weil ich habe das Gefühl, es geht auch mit weniger. Und da lassen wir uns auch gerne drauf ein und sagen gerne, ja, lasst uns mal probieren. Was man nie machen sollte, man sollte nie abrupt stoppen, das geht immer schief. Man sollte das immer reduzieren und da gibt es Möglichkeiten, man nimmt entweder die Spritze mit der halben Wirkstärke oder man nimmt die Infusion mit weniger drin oder man gibt die Spritze alle 17 Tage statt alle 14. Und das Entscheidende ist aber dabei wieder, der Patient muss gut wissen, worauf er achtet. Also er muss gut auf die Symptome geschult sein. Idealerweise hat man dann auch einen Blutwert, auch, den man misst. Der steigt dann idealerweise an, dann hat man noch einen zweiten Parameter. Und der Patient braucht einen Feedbackbogen, wie er wieder eingefangen wird. Also es hilft dann ja nicht zu sagen, wir reduzieren und wir sehen uns im halben Jahr wieder und viel Erfolg mit der Strategie und alles Gute, auch beruflich sozusagen, sondern der braucht ein Feedback. Der muss dann uns schnell erreichen, telefonisch, per Mail, per App, sodass man wieder reagieren kann. Oder der Patient ist wiederum so gut geschult, dass er dann wieder selbstständig auf die alte Dosis geht. Das können ja auch viele Patienten. Also es braucht ein gemeinsames Verständnis dafür. Das entscheidet nie eine einzelne Partei, also weder der Arzt alleine, noch idealerweise der Patient alleine, abzusetzen und zu reduzieren. Es braucht definierte Ziele und es braucht ein Rescue-Verfahren, ein rückwärts gerichteter Loop, um das Ganze wieder einzufangen. Weil wir wissen ja auch, wenn wir reduzieren oder absetzen, in der Regel, wenn wir die Medikamente beginnen, in der aller Regel haben wir ja den gleich guten Erfolg wie vorher. Also man kann das durchaus gemeinsam entschließen, zu reduzieren und abzusetzen. Passiert es denn oft, dass Patienten selber einfach aufhören zu therapieren? Ja, leider passiert das häufig. Leider passiert es häufig auch ohne Rückfrage oder Rücksprache mit uns. Das sollte eben nicht sein. Also solche Dinge lieber gerne besprechen. Wir sind da sehr offen für. Wie wenn oft es die kommen denn Krankheit bei Ihnen die zulässt. Patienten in die Sprechstunde? Also hier bei uns ist ja, glaube ich, alle 3 Monate. Und ist das bei Ihnen auch so? In der Na, sagen wir so, der Vorteil am Anfang, bis wir die Krankheit gut eingestellt haben, haben wir den Vorteil, wir können die Leute häufiger sehen. Ja. Und weil das reicht ja dann, am Anfang reicht es ja nicht alle 3 Monate. Am Anfang muss man die ja idealerweise alle 4 bis 6 Wochen sehen, um die Krankheit am Anfang ins Feintuning gut eingestellt zu kriegen. Weil ich glaube ganz persönlich, die ersten 3 bis 6 Monate sind die entscheidenden, weil da muss die Krankheit unter Kontrolle gebracht werden. Und nicht nur von Seiten der Therapie, sondern das ist ja auch die Phase, da hat der Patient oder die Patientin eine neue Diagnose, da entwickeln sie Sorgen, da haben sie Ängste, da haben sie Fragen, da haben sie Fragen zu den Medikamenten, da ist der Umgang mit den Spritzen noch nicht so getrainiert. Da braucht man die engste Betreuung am Anfang. Ja, das wissen wir seit 30 Jahren, das wissen wir aus guten Studien. Die Holländer haben vor 30 Jahren schon Studien gemacht, da haben sie verglichen, Leute dürfen alle 2 Wochen kommen, gegenüber Leute dürfen alle 3 Monate kommen. Und natürlich war das Outcome der ersten Gruppe um Längen besser. Wenn man Menschen öfter sieht, wird es hinten raus viel besser. Und jetzt kommt der zweite Punkt noch, Entschuldigung, der letzte Satz, der zweite Punkt. Hinten raus, wenn die Krankheit gut läuft, dann sehe ich die Patienten teilweise nur einmal im Jahr, weil dann der Hausarzt kompetent genug ist, das alleine zu können in der Regel. Und diese dumme Regel, nur der Spezialist darf teure Medikamente aufschreiben, wegen des Budgets gibt es hier nicht, sodass ich nicht unbedingt den Patienten nur zum Verschreiben des Medikamentes sehen muss. Er verstopft also nicht so die Praxis für Leute, die noch keine Hilfe bekommen haben, sondern das ist sicherlich auch ein Vorteil. Aber gut, das ist halt hier spezifisch. Herr Diener, was hat Sie angetrieben, diese Webseite Rheuma Lab, digitales Rheuma Lab zu gründen? Was fehlt Ihnen in der Versorgung? Wo sahen Sie die Lücke und was kann diese Seite eigentlich? Bald hoffentlich mehr, als gerade sichtbar ist. Also Spaß beiseite, was hat mir gefehlt? Was ich zum Start schon ein bisschen angedeutet hatte, waren eigentlich 2 Themen. Das eine war, dass ich das Gefühl hatte, in der Therapie, Stichwort Zugang zum Facharzt, ist schwierig einfach, wenn ich irgendwie Fragen hatte, mich so ein bisschen alleingelassen gefühlt habe, nicht so ganz wusste, okay, wo gehst du hin, welche Quelle stimmt, vielleicht welche stimmt nicht. Das zweite Thema war, dass Abläufe in der Arztpraxis, im Krankenhaus, der Gang zur Apotheke, dass das alles extrem, extrem, extrem trocken war, teilweise immer noch ist. Also ein bisschen dieses Thema, du rennst irgendwie mit kaputten Füßen quer durchs Land, um dann ein Stück Papier in die Hand zu kriegen, um zur Apotheke zu laufen. Und das sind irgendwie Sachen, wo ich mir halt denke, okay, das kannst du auch online mit 3 Mausklicks machen. So, das war bei mir der ausschlaggebende Punkt, eigentlich zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Themenfeld selber. Was wir festgestellt haben bei der Entwicklung, war eigentlich, dass so gut wie alle Patienten, mit denen wir geredet haben,
ein Problem im Bereich Informationen hatten. So dass man also, gerade wie jetzt in meinem Fall, du kommst in die Uniklinik, hast irgendwie 5, 6 Minuten Gesprächszeit mit dem Arzt, dann ist halt einfach nicht genug Zeit da, um wirklich ausführlich diese Begleitung, die gerade angesprochen wurde, zu geben. So dass wir angefangen haben, Patientenschulungen zu bauen oder zu entwickeln, letzten Endes. Also ein bisschen zu schauen, okay, was ist eigentlich so eine Struktur, die jeder Patient durchlaufen kann oder sollte, wenn der jetzt eine Diagnose hat. Was sind da die Hauptthemen, die immer aufkommen? Also sprich, was für ein Krankheitsbild habe ich eigentlich? Wie erkenne ich das? Warum hat es so lange gedauert, diagnostiziert zu werden? Wie wird es behandelt? Wann sollte ich zum Arzt gehen und wann auch nicht mit der Therapie? Das sind so diese Themen, die bei uns aufgekommen sind. Und da sind wir jetzt gerade im Hintergrund ab Anfang Januar dann auf der Webseite wieder sichtbar dran, ein Schulungsformat zu entwickeln, zum einen. Und das zweite Thema war, dass ich auch bei mir selbst festgestellt habe, okay, es gibt halt super viele Lösungen eigentlich. Es gibt Telemedizinanbieter, es gibt Online-Apotheken, was nicht alles. Aber kein Mensch nutzt das so. Und viele Patienten kennen es einfach nicht. Und das ist so das zweite Thema, was wir eigentlich abbilden wollen oder wollten, da einfach auf Sachen aufmerksam zu machen und hinzuweisen, damit es einfach immer in die Versorgung reinkommt. Weil ich gerade so als Patient das Gefühl habe, so in dem akademischen Diskurs wird sehr, sehr viel über sehr weit in der Zukunft liegende Möglichkeiten diskutiert, aber es kommt relativ wenig so in der tatsächlichen Versorgung an. Das waren eigentlich so die zwei großen Themenblöcke, die auch damals schon zum Start präsent waren und jetzt sich so ein bisschen verfestigt haben über die letzten 1, 2 Jahre. War jetzt letzte Woche gerade auf einem Kongress über digitale Therapien. Ein ganzer Kongress, digitale Therapien. Was ist das? Das sind halt Apps, die dafür zertifiziert wurden, dass man damit quasi behandelt werden kann. Das gibt es halt schon für Schlafstörungen, das gibt es für Raucherentwöhnung und das sind halt letztendlich Verhaltenstherapien, die halt mit Videos hinterlegt sind, Informationen, wo dann so eine App einen immer wieder nachfragt, wie war dein Tag heute? Hast du deine Ziele erreicht? Wie könntest du versuchen, deine Ziele zu erreichen? Ist das aus Patientensicht, ist das sowas, was man sich wünscht? So eine Art, so 24/7? Ich meine, das ist ja so ein Computer, der einen fragt. Irgendwie, wir Ärzte denken immer, sie mögen uns eigentlich auch ein bisschen gerne und kommen auch ganz gerne in die Sprechstunde und finden irgendwie so einen Partner. Und wir denken immer, so eine App, die einen dann nachfragt, das ist doch total kalt. Ist das was, was ein Patient sich wünscht? Also ich hätte sie gerne auf Kurzwahl als Rheumatologen. Das ist gar nicht der Punkt, glaube ich, an der Stelle. Aber es ist ja einfach eine Gegebenheit, dass die Verfügbarkeit nicht da ist. Und ich habe schon das Gefühl, bei diesen Apps, die werden jetzt nicht die Behandlung komplett auf den Kopf stellen, den Arzt in irgendeiner Form ersetzen. Aber ich glaube schon, dass sie zum einen ein Gefühl von einer gewissen Kontrolle und einer Eigenwirksamkeit geben, wenn du einfach irgendwas selbst machen kannst, wenn du da irgendwie schmerzverzerrt auf der Couch rumliegst und gerade keiner ans Telefon geht. Und zum anderen hast du einfach ein Tool, was einfach 24/7 bespielt werden kann. Das heißt ja nicht, dass du diese App immer nutzen musst, jeden Tag. Idealerweise nutzt du die halt sehr, sehr selten, weil einfach deine Beschwerden nicht vorhanden sind. Aber halt irgendeine Form von Möglichkeit zu haben, auf was zurückzugreifen im Ernstfall, da ist das, finde ich, schon was eine Form von einer gewissen, ja, Sicherheit einfach bieten kann. Und was auch, glaube ich, was ist, was nach vorne raus, wenn man sich so die Verfügbarkeiten bei Ärzten anschaut, wichtig ist, um Patienten abzuholen, dass sie einmal selbst mit der Krankheit auch umgehen können, wenn eben kein menschlicher Partner da ist. So ungeachtet dessen, dass das natürlich viel, viel besser wäre, wenn ich eine sehr, sehr enge Beziehung zum Rheumatologen habe, wo ich dafür plädiere, auf jeden Fall diese eng, wie es geht, zu gestalten und so. Aber es muss halt zweckmäßig sein, wie gerade eben schon ein bisschen vom Vorredner angesprochen wurde. Gut, wollen wir mal die Fragen anfangen, hier durchzugehen oder Ja, Tina? gerne. Es ist ja schon wieder, ich habe hier gerade so gespannt zugehört. Wollen Sie einmal vielleicht erstmal die aktuellen Fragen aus dem Chat, aber wir haben davor hier auch in Kladde schon ein paar Fragen reingestellt, die uns erreicht haben. Das ist aber auch so ein Ja, wir gehen bisschen. die einmal kurz durch. Ich glaube, Ja. das schaffen wir. Was für Hilfsmittel gibt es für eine Rheumatoide Arthritis, Christoph? Ganz viele. Ganz doofe Antwort, die man braucht. Also es ist ganz, ganz einfach. Das geht vom Schuhanzieher über die extra für Rheumatiker zugeschnittene Schere. Was ich da extrem empfehlen kann, dass man sich mit der Rheumaliga mal auseinandersetzt. Die Rheumaliga hat dazu einen ganzen Ratgeber, die ein ganzes Buch, einen ganzen Katalog über Dinge, die man in Anspruch nehmen kann, je nachdem, welchen Funktionsverlust man hat und was man nicht mehr kann.
Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Auch wir haben gerade über Therapie gesprochen, Medikamente, Per, das hast du ja genau angesprochen. Das ist ja ein Aspekt, die antientzündliche medikamentöse Therapie. Aber diese Dinge wie gerade Hilfsmittel, auch jetzt im Chat kommen noch an, nach anderen Dingen Fragen, die sind als Therapiemaßnahmen, Physiotherapie, Gewichtsreduktion, das Rauchen einzustellen, sich zu schulen, eine Resilienz aufzubauen für Krankheit und Leben. Das sind ja immer so Stichworte. Wir alle sollen ja resilient werden gegen die vielen Krisen in unserer Umgebung und auch der Patient oder die Patientin, die mit Krankheitsverständnis in die Krankheitsgeschehen eingeht, hat einfach einen viel, viel besseren, durch den besseren Umgang mit der Krankheit ein viel besseres Outcome, also sprich auch was Schmerzen und auch Krankheitslast angeht. Also sind ein ganz viele wichtige Aspekte, die noch zusätzlich zur Therapie dazugehören. Dann war eine Frage, warum Röntgen Hände und Füße? Bei der rheumatoiden Arthritis, die Hände und Füße sind halt häufig die Stellen, wo man als erstes Knochenveränderungen sieht. Nicht akute Entzündungen, sondern kleine Löchlein im Knochen. Wir sagen aber, das ist der Spiegel vom Körper bei der rheumatoiden Arthritis. Deshalb, wenn es darum geht, ob der Knochen angegriffen ist, dann gerne ein Röntgen Hände und Füße. Das passiert, wie gesagt, nicht in den ersten 6 Wochen. Das passiert frühestens im ersten Jahr. Auch da ist es nicht häufig. Früher wurde es häufig gemacht. Da haben wir jeden Patienten einmal im Jahr geröntgt. Heute spielt das nicht mehr so eine große Rolle wie früher. Herr Christoph, jetzt kommen wieder so Fragen, die schwer zu beantworten sind. Wann macht man eine Reha-Maßnahme und wer genehmigt sie? Und vielleicht auch in dem Rahmen, was ist eine Radonkur? Magst du das vielleicht mal sagen? Oh, Reha-Kur. Radon war ja mal ganz en vogue. Es gibt zum Beispiel in Österreich gibt es eine Kurstadt Bad Gastein. Da fährt man in den Radonstollen ein und die Umgebungsstrahlung soll die Entzündung reduzieren. Ich habe selber Patienten gehabt, älteren Semesters, die haben darauf geschworen. Die sind einmal im Jahr nach Bad Gastein in den Radonstollen. Es hat denen wahnsinnig geholfen. Und die hatten auch Glück, weil es deren Kassen teilweise bezahlt haben. Also das kann man alles mal probieren, sowas, wenn man es einem gut tut, ruhig mal sowas probieren. Aber wir plädieren immer bei den entzündlichen Rheumakrankheiten, das alles zusätzlich bitte zur sogenannten Basistherapie zu tun. Aber dann kann sowas sinnvoll sein. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Wann soll man das machen? Wann wird eine Reha empfohlen zum Beispiel? Soll man das am Anfang von der Krankheit machen oder erst kurz bevor man im Rollstuhl sitzt? Ich persönlich würde es nicht am Anfang machen. Da ist die Krankheit noch zu aktiv, da kann man teilweise an diesen ganzen Programmen gar nicht teilnehmen. Reha wird in Deutschland vor allen Dingen ja bezahlt, wenn längerfristige Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsausfall droht oder um Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Das betrifft natürlich dann wirklich eher mehr die älteren Menschen. Und das ist ein ganz gut definierter Vorgang, da muss man Anträge stellen, das wird dann entweder genehmigt oder abgelehnt. Und auch da sage ich, wenn man ein Mensch ist, ein Typ, ein Typus, der sagt, ich profitiere von so einem dreiwöchigen mal weg von zu Hause und mal in so eine Einrichtung, durchaus mal beantragen und für sich persönlich das mal probieren, ob man davon profitiert. Also durchaus mal probieren. Dina, war das mal ein Thema bei Ihnen, ob Sie mal in die Reha gehen wollen oder sollen? Ich war in Reha mit 22, wobei das damals ein Haus war, wo auch so eine Diagnostikschwerpunkt drauf lag. Es war jetzt bei mir weniger, um Schäden irgendwie zu kurieren oder mich so ein bisschen fit zu machen, sondern eher um die Möglichkeit haben, mal konstant am Stück diagnostische Verfahren irgendwie zu durchlaufen, die jetzt vielleicht alleine betrachtet immer sehr lange dauern würden, bis man da rankommt. So. Aber das war bei mir der Hintergrund. Dann gibt es zwei Fragen dazu, was passiert, wenn Medikamente nicht helfen und ob der Arzt dann irgendwann frustriert ist und einen aufgibt. Ehrlich gesagt, die Situation, dass die Ärzte die Hände verschränken und sagen, so, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gibt es keine Medikamente mehr, das habe ich noch nie erlebt. Also ja, manchmal wird es schwierig und manchmal müssen wir uns wirklich was ausdenken, manchmal müssen wir auch mal nachfragen oder ich rufe dann mal in der Schweiz an und frage, ob es da noch eine Idee gibt für eine neue Therapie. Aber dass das Rheuma nicht auf Medikamente anspricht, Christoph, kennst du das, dass kein Medikament wirkt? Dann hinterfragt man doch entweder erst die Diagnose, ob das überhaupt die richtige Ja. Diagnose ist. Aber dass es nichts gibt, was hilft, das ist doch, das kennen wir Das gibt nicht. es zum Glück heute fast nicht mehr, das stimmt. Zumindest was den entzündlichen und immunologischen Anteil angeht. Die Immunkontrolle gelingt uns ja meistens, vor allem wenn wir früh eingreifen. Wo wir ja viel mehr Probleme haben, ist dann
den eingetretenen Schaden. Also lasst uns mal einfach darüber nachdenken. Ein so ein Knie ist seit 10 Jahren entzündet und das Knie ist kaputt. Und ein kaputtes Knie wird auch mit dem besten Biologikum und dem besten neuen Medikament nicht mehr heilen. Da hilft dann eben dann wirklich teilweise nur der Knieersatz oder was auch immer. Gleiche Problem ist ja, wenn du eine sekundäre chronische Schmerzerkrankung entwickelst, wenn der Schmerz zur eigenen Krankheit wird. Das ist dann völlig unabhängig von dem Entzündungsgeschehen. Und das spricht nicht auf die entzündungshemmenden Medikamente an. Und diese Schmerzwahrnehmung hilft teilweise, da hilft auch teilweise häufig ganz, ganz, ganz schlecht Medikamente. Das ist häufig wirklich extrem schwer zu behandeln, zu befriedigend zu behandeln für Patient und Therapeut. Aber wie du schon selber sagst, es ist dann eher gar nicht so das entzündliche Rheuma, sondern die Folgen der entzündlichen Rheumakrankheit. Dann sind hier ein paar Fragen so zu sozialmedizinischen Themen, die versuche ich mal zusammenzufassen. Kann man einen Pflegegrad anmelden? Pflegegrad kann man anmelden, wenn man halt sich nicht mehr selber versorgen kann. Das kommt häufig eigentlich nicht vor, alleine durch das Rheuma. Das ist eher altersbedingt. Das ist wirklich sehr selten wegen des Rheumas. Ein Grad der Behinderung, den kann jeder anmelden. Jeder Rheumapatient hat das Recht darauf, online beim Versorgungsamt einen Grad der Behinderung feststellen zu lassen. Damit soll ausgeglichen werden, was man für Einschränkungen im Alltag hat, die der Zeitaufwand, zum Arzt zu gehen. Ich kann nicht mehr so schnell zum Bus laufen, muss deshalb eine halbe Stunde früher loslaufen. Lauter so praktische Sachen. Deshalb, wer das anmeldet, ein Grad der Behinderung, der soll sich die mal 2 Wochen vorher hinsetzen und aufzeichnen im Alltag, was er alles nicht so machen kann wie seine Arbeitskollegen. Zum Beispiel sich abends treffen, weil man dann vielleicht zu müde ist, weil man mehr Aufwand hat beim Arbeiten, weil man schneller müde ist. Oder man hat weniger Freunde, weil man häufiger absagen muss und die anderen verstehen das alles gar nicht. Das sind alles Aspekte, die man damit beantragen kann. Und das stellt man selber den Antrag und es kommt nicht auf die Anzahl der Diagnosen an, sondern auf die Einschränkungen im Alltag. Herr Diener, haben Sie so einen Grad der Behinderung beantragt? Ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, mich auch mal eingelesen, aber habe es bislang noch nicht gemacht. Also ich habe so eine Einschätzung, wo ich liegen würde. Das ist dann ja auch so eine Staffel von bis. Und da war es jetzt in meinem Fall, also wie erwähnt, ich bin eigentlich relativ beschwerdearm unterwegs mittlerweile, war einfach jetzt der einschränkende Faktor im Alltag nicht groß genug, dass es für mich jetzt einen Sinn gemacht hätte. So. Also dass ich sagen würde, davon habe ich einen Benefit. Aber das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache, wo ich jetzt... Sehr individuell und sobald man so einen Grad der Behinderung hat, heißt es nicht, dass man einen Freifahrtschein für die öffentlichen Verkehrsmittel hat oder dass man immer frei parken kann, sondern da gibt es halt Abstufungen. Und manchmal ist es aber tatsächlich wichtig, wenn man einen Arbeitgeber hat, einen riesen Arbeitgeber und der macht mal irgendwann Tabula rasa und will jetzt mal 1.000 Leute entlassen, dann kann es gar nicht so schlecht sein, so einen Grad der Behinderung in der Tasche zu haben. Man muss das gar nicht dem Arbeitgeber im Vorfeld sagen und kann den dann wie aus der Tasche ziehen, wie eine Jokerkarte und sagen, nee, ich habe einen Grad der Behinderung und dann wird man halt zum Beispiel bei so einer Kündigungswelle etwas später erst berücksichtigt. Das kann von Vorteil sein. Im Zweifel würde ich da auch den Betriebsrat oder den Behindertenbeauftragten einmal ansprechen, was es für Vor- und Nachteile hat. Aber mein Argument früher war häufig, ich will nicht, dass meine Patienten sich behindert fühlen. Ich möchte nicht, dass die so einen Ausweis haben. Aber manchmal ist es doch gar nicht so schlecht, sowas zu haben. Und sei es auch, nur mal dem Arbeitgeber zu winken und sagen, ich bilde mir das hier nicht ein, ich habe wirklich eine Einschränkung. Was kann ich ja auch die ich weiß nicht, die Rheuma-Liga Hamburg hatte da früher auch immer eine sehr gute Sozialberatung, wo man die sich auch wirklich mal auseinandersetzt mit diesen ganzen Paragraphen. Und in Hamburg gab es das, glaube ich, das hat eigentlich jede Rheuma-Liga Landesverband. Auch da kann man wirklich immer sich gerne vertrauensvoll mal hinwenden. Die sind sehr kompetent. Was kann ich selber tun? Das haben wir eben schon ein bisschen angesprochen. Natürlich geht es nicht nur um Medikamente. Natürlich geht es auch darum, selber etwas dazu tun, sich Informationen zu holen, sich hier auf der NIC-Seite zu informieren, beim Rheuma-Lab, Digital Rheuma-Lab zu informieren, sich mit anderen Patienten auszutauschen. Ernährung haben wir hier auch schon Beiträge gehabt, wie wichtig es ist, auf die Ernährung zu achten. Impfen ist wichtig, damit man nicht so viele Infektkomplikationen hat. Bewegung ist wichtig. Wenn man Rheuma hat, dann muss man nicht auf dem Sofa sitzen und warten, bis
jemand kommt, sondern man darf es genauso Sport machen wie alle anderen, wenn man das denn kann und Lust dazu hat. Deshalb, das ist das, was wir erwarten, was die Patienten selber machen. Dann ist hier noch eine Frage, Thrombozyten und Leukozyten. Christoph, spielen die bei einem Rheumaschub eine Rolle, wenn die Thrombozyten erhöht sind und wenn die Leukozyten erhöht sind? Ist das ein Zeichen für Krankheitsaktivität? Nee, das wäre jetzt eher ungewöhnlich. Wir wissen ja, dass jetzt die Leukozyten sind die weißen Blutkörperchen. Die gehen häufig hoch bei Cortisontherapie, das ist so. Bei Infektionskrankheiten gehen die hoch, aber dass das Rheuma selber, wenn dann mal nur so ganz leicht, also jetzt nicht relevant, dass es ein Arzt irgendwie nervös machen würde, dann steckt eher was anderes dahinter. Leicht, ja, so 10, 15% gerne, aber jetzt nicht so relevant hoch. Dann eine Frage, gibt es für einen Morbus Bechterew noch andere Biologika als Cimzia und Etanercept? Klare Antwort, ja. Es gibt noch diverse andere biologische und nicht biologische Therapien. Das kommt darauf an, dass Sie mit dem Arzt zusammen herausfinden, ob das denn jetzt wirklich noch Krankheitsaktivität ist, Ihre Beschwerden, und ob es sich lohnt, jetzt das Medikament zu wechseln. Und es ist eine Frage, ob man es nicht auch homöopathisch behandeln könnte. Christoph, was sagst du deinen Patienten, wenn die über homöopathische oder naturheilkundliche Medikamente dich ausfragen? Was empfiehlst du denen? Also das ist ja ein lange abendfüllendes Thema, so ähnlich immer wie mit dem Ernährung. Ich persönlich animiere die Leute immer zu sagen, wenn sie den Wunsch hegen, das mal zu probieren, tun sie das. Und jetzt kommt wieder mein Satz, bitte zusätzlich zu den von uns empfohlenen Maßnahmen, erstens. Und zweitens, setzen Sie sich ein klares Ziel, was damit erreichbar sein soll, und dann hinterfragen Sie auch diese Maßnahme, vor allen Dingen die Homöopathie, weil auch Homöopathie, wissen wir ja, ist auch eine teure Angelegenheit, wird von den meisten Kassen nicht bezahlt. Insofern genauso kritisch sein wie wir mit unseren Medikamenten, wo wir unsere Ziele definieren und hinterfragen und vielleicht ein anderes Medikament dann einsetzen. Auch bei allen anderen Maßnahmen bitte hinterfragen und das dann auch im Zweifel wieder sein lassen. Sagen, nee, ich habe es gemerkt, das hat mir doch nicht geholfen. Ich will ja gar nicht ausschließen, dass viele dieser Dinge helfen, nur aus wissenschaftlicher Sicht ist für all das ja nie ein Beweis gebracht, dass es hilft. Aber im Einzelfall mag ja ein Mensch und ein Patient sich damit besser fühlen in einzelnen Situationen. Adina, haben Sie Erfahrungen mit so paramedizinischen Disziplinen gemacht, gerade wenn man Schmerzen hat und jung ist und halt ein bisschen skeptisch ist, was jetzt diese Medikamente angeht? Da muss man ja nur mal kurz die sozialen Medien anmachen. Da findet man ja tausend Sachen, die viel besser sind als diese Medizin, die Herr Ekin-Konert und ich aufschreiben. Ist Ihnen das auch über den Weg gelaufen und fühlten Sie sich da auch manchmal versucht zu sagen, ja, warum denn nicht? Ich kann doch mal jetzt mal 3 Monate Bienengift nehmen oder Grünlippenmuschelextrakt, Weihrauchkapseln, Murmeltieröl. Was spricht denn eigentlich dagegen? Weihrauchkapseln ist ein Haken dran. Also es war so auf dem Weg zur Diagnose so, weil man einfach nicht genau wusste, was es ist und dann teilweise auch schwierig greifbar war, habe ich schon Sachen ausprobiert. Ich habe die Ernährung teilweise mal umgestellt. Ich habe sozusagen basisch ernährt. Ich habe, wie gesagt, Weihrauchkapseln ausprobiert. Das waren schon Sachen, die mir über den Weg gelaufen sind, wo ich, wie jetzt gerade schon gesagt wurde, generell teilweise gemerkt habe, wenn ich mich jetzt irgendwie einfach gesünder verhalte oder gesünder lebe, geht es mir wahrscheinlich halt auch besser. So, das kann man schon sagen. Es war jetzt bei mir nicht so, dass die Krankheit dadurch jetzt irgendwie bemerkbar zum Stillstand oder irgendwas gekommen ist. Und ich muss da schon auch sagen, dass das eigentlich bei mir erst durch eine medikamentöse Therapie erreicht worden ist. Ich bin jetzt sowieso nicht qualifiziert, eine Empfehlung abzugeben in dem Sinne, aber prinzipiell so aus eigener Erfahrung kann ich schon sagen, es mag irgendwie so ein Stück von Kontrolle geben und man hat vielleicht, wenn man jetzt einfach mehr Obst isst und weniger Zucker, geht es einem besser wahrscheinlich so. Aber es war jetzt nicht so, dass es merklich die Krankheit beeinflusst hat, weswegen ich da eigentlich immer ganz gut gefahren bin, rückblickend mich da an den Leitlinien orientiert zu haben. So. Dann gibt es hier noch 2 Fragen. Was ist denn das stärkste Medikament? Und könnte es sein, dass wenn man gleich das stärkste Medikament einsetzt, dann schläft das Rheuma ein? Es gibt tatsächlich nicht das stärkste Medikament. Es gibt
starke und mittelstarke und schwache, aber es gibt jetzt nicht ein Medikament, was am stärksten wäre. Und tatsächlich hat man das bei einigen Erkrankungen früher mal versucht, da hat man richtig starke Medikamente gegeben und hat gedacht, damit könnten wir Rheuma heilen. Aber das hat sich nicht so bewahrheitet. Trotzdem, so wie Herr Kinkonert vorhin erzählt hat, man wartet jetzt auch nicht 5 Jahre, bis man ein starkes Medikament nimmt, sondern unsere Intervalle sind so 3 bis 6 Monate. Und wir laufen die Leiter immer weiter nach oben, sollte es nicht geschafft werden, das Rheuma unter Kontrolle zu halten. Und die Schritte sind 3 bis 6 Monate. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und als letztes hier die Frage, kann man von Maptera nach 4 Jahren auch noch Herzrhythmusstörungen bekommen als Nebenwirkung? Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph, aber ich glaube, Herzrhythmusstörungen sind jetzt keine typischen Nebenwirkungen, die wir früh oder spät unter Maptera beobachten. Oder hast du das? Nee, schon gar nicht nach 4 Jahren. Das Medikament wirkt ja sehr lange, teilweise wirklich 1 bis 2 Jahre im Immunsystem. Aber 4 Jahre fände ich jetzt wirklich deutlich zu lang. Also glauben wir nicht. So, alle Fragen beantwortet. Tolle Veranstaltung. Vielen, vielen Dank. Sie haben mir ein Stichwort noch gegeben, Impfung. Ich habe meine Grippeimpfung noch gar nicht eingeholt. Kann man das im Dezember noch machen oder ist es zu spät? Also man kann es auf jeden Fall machen und wir empfehlen das auch. Impfen ist ja ein großes Thema bei Rheuma-Patienten. Und ich glaube, abschließend können wir sagen, jeder Rheuma-Patient, der in den letzten 12 Monaten keinen Kontakt zu einem Coronavirus in Infektionsform oder in Impfform gehabt hat, dem wird im Moment eine Auffrischimpfung für Corona empfohlen. Alle chronisch Kranken, die 12 Monate keine Impfung oder keine Infektion hatten mit Corona. Und damit kann man auch gleichzeitig einhergehend die Grippeimpfung machen. Die Grippeimpfung wird jedes Jahr im Herbst allen Rheuma-Patienten empfohlen. Und wenn sie im Januar geimpft worden sind, dann müssen sie trotzdem wieder geimpft werden, weil im Januar war das die Impfstoff von dem vorherigen Jahr. Und jetzt gibt es wieder einen neuen Impfstoff. Und wir wissen, das macht einen zusätzlichen Nutzen, wenn man sich jedes Jahr impfen lässt. Das trainiert das Immunsystem. Ja, ich mache das auch jedes Jahr und ich werde mich morgen brav bei meinem Arzt melden. So, jetzt möchte ich mich recht herzlich bedanken für den tollen Input, den ihr alle drei heute Abend hier geliefert habt. Und ich habe ganz viele Anfragen vorab bekommen, ob die Veranstaltung aufgezeichnet wird und im Nachgang noch wieder einsehbar sein wird. Wenn die Technik hier funktioniert hat, wird voraussichtlich nächste Woche die Veranstaltung dann auch bei uns nochmal wieder abzurufen sein. Wir werden euch aber informieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr Matthias folgt. Ihr findet Matthias auch bei uns im Feed. Wir haben gerade auch seine Folgemutmachgeschichte veröffentlicht. Hinterlasst den einen oder anderen Like. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und wenn auch jemand Lust hat, seine Mutmachgeschichte allen anderen zur Verfügung zu stellen, dann meldet euch gerne bei uns, denn es hilft jedem Einzelnen, davon zu lernen, wie es anderen gegangen ist und auch heute geht. Ich möchte mich recht herzlich auch bedanken, dass die Pharmaindustrie uns heute Abend hier unterstützt hat. Und zwar haben die Firma AbbVie, Hexal, Lilly und UCB uns heute unterstützt. Recht herzlichen Dank dafür. Wenn ihr Lust habt, immer rechtzeitig informiert zu sein, was Nick e.V. so alles Verrücktes macht, es wird ja irgendwie immer mehr, dann abonniert auch gerne unseren Newsletter. Da seid ihr dann immer up to date. So, und falls wir uns nicht mehr hören und sehen, wünsche ich wunderschöne Weihnachten. Herr Dr. Arias und ich sind nächste Woche am 14. hier nochmal wieder zu sehen zu dem Thema Lupus, wie angekündigt. Und ja, bleiben Sie gesund und einen schönen Abend noch.